Ach komm, nehmen wir das Auto. Whatever. If you're looking at driving. Ach so, die Weste. Ach so, hier auf dem Dach waren übrigens auch noch Päckchen, aber da müssen wir mit dem Hubschrauber hin und ja. Wäre sinnlos, wenn ich sage, ich hole alle Päckchen und mache also 100%. Ist eigentlich mal auf meinem alten Kanal damals vor, Alter. Es würde wahrscheinlich sich keiner angucken, wenn ich dann stundenlang nur durch die Gegend laufe und die Päckchen suche oder so. Und wer sich dafür interessiert, es gibt genug Videos auf YouTube, wo man das sehen kann, wo die Päckchen zu finden sind. Ja, das wäre sinnlos. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt 100%. Ich würde wahrscheinlich sehr vieles off-screen machen, was wahrscheinlich auch dann die beste Wahl wäre. Gerade wenn es so Sammeleien sind oder viele Dinge, die sich am Ende wiederholen. So, erstmal hier die Kohle einsammeln. Okay, ich hoffe, ich komme hier. Ja, ich komme hier rein. Ja, komm, wir ziehen uns um. Straßenkleidung. Also hier, die. Ich finde das irgendwie geil mit dem Hawaii-Hemd. Das passt halt zu Vice City. So, was jetzt kommt. Ich wollte gerade das Mikrofon hochklappen, weil ich was trinken wollte. Was jetzt kommt, da habe ich damals so eine Weile gebraucht. Das ist nicht ganz ohne. Ja, ich trinke erstmal ein Stück Wasser. Mut antrinken. So, und los geht's. Na, noch ein Bonbon. What's going on? Tommy. Oh, good, good, good. Listen, listen, listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew hey, Tommy, I was coming, sonny. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out! The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I'd just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Okay, das... ist nicht ganz ohne. Ah, die Schuld ist schon. Ja, nachladen. Did you think I give a shit?
Na? Did I forget to mention the gun? Ja, nachladen zwischendurch. Also einfach mal hin und her switchen. Fuck. No one to cover your ass now, hey Tommy. You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Ah! Ich erschieß! Was machst denn du, du kleiner Penner? Ey, sag mal jetzt. Jetzt du auf den... Ey, was? Willst du mich jetzt verarschen? Du zielst einfach immer auf den falschen, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Warum macht denn der sowas? Ey, das ist aber, weil dieses dumme, verfuckte Auto-Aiming auf den falschen anvisiert. Warum? Der Typ steht da oben. Nö, da muss er dort runter schießen, wo der den eh nicht trifft. Oh, er ist... Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich kann mich jetzt nicht dran besinnen, dass ich so früher jetzt irgendwie damit Probleme hatte. Aber ey, es ist das Auto-Aiming, wenn der dann auf den falschen zielt, ey, da greifst du dir am Kopf, ey, warum? Oh. Ja, komm. Ich hab grad einen Bonbon, ich hoffe, da kommen jetzt keine unschönen Geräusche. Ach. Carry on, prick! What? Ja, kommt. Haben die jetzt schon alle Feierabend oder was? Ja, erstmal strecken. No one to cover your ass now, ja, hey Tommy. You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Ja, ist also Zeit. Zuerst mal Lenz erledigen. Ja, das reicht. So, tun wir den erledigen. Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! Ey, das ist aber richtig dumm, weil du regelrecht hier umzingelt bist. Und hier kannst du auch nichts machen, du wirst ja hier einfach rausgespawnt. Das Herz wird neu gespawnt. Was ist das Werk gerade? Ich schieß! Ey, das.
Ich drücke schießen wie so ein Beknackter und dann macht das nicht. Ich kann, weißt du was, kotzen. Ey, da weigert sich manchmal zu schießen. Okay, den haben wir. Ich verstehe aber nicht, warum der manchmal nicht schießen will. Das hatte ich schon öfters in diesem Let's Play gehabt. Okay, das Herz ist leider nicht nochmal da. Ah, fuck. Ich weiß nicht. Das erste Mal damals, wo ich es gespielt habe, da habe ich so gedacht, oh geil, lass ich mir schön Zeit. Das Geld zählt da noch oben, aber das zählt da noch unten. Ich versuche jetzt erstmal irgendwie ganz runter zu kommen. Weil da gibt es eine Weste. You gotta leave me alone. Ja, ich merk's, dass die Mafia mein Geld stiehlt. Ganz schön Munitionsverbrauch, ja. Ich habe ja keinen Raketenwerfer mehr. Ich dachte schon, ich kann jetzt ja ein bisschen schlau sein. What are you gonna do about this? You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never... Wir gehen erstmal hier rein. Ich wollte mich jetzt nicht umziehen. Okay, hier haben wir noch ein Herz zu Notfall. Ich glaube, die beste Deckung haben wir so auf der Seite. Alter! Komm! Ey, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ich hatte gerade eben volle Energie gehabt. Ey, willst du mich jetzt verarschen, Spiel? Ich hab gerade eben volle Energie gehabt, Alter. Die ficken ein regelrecht hier. Ey, hallo, ich drücke Pause. Meine Güte. Ey, wenn ich Pause drücke, will ich doch auch, dass Pause gemacht wird. Und nicht hier erst ein halbes Jahr später. Meine Fresse, ey. Ah, dieses Pause-Delay geht mir auf den Sack. Und mir geht's auf den Sack, dass ich jetzt wieder hier gegen diesen Lenz kämpfen muss, ey. Ja, what's going on? Ah, ja, ich hab's doch gesehen, Alter. Darf ich das jetzt mal wegdrücken? Hallo? No big hugs for your buddy. I've had 15 years. Ja, jetzt endlich noch. Gefühlt 15 Jahren. Mann, ey. Ah, das dauert mir gerade echt schon wieder zu lange, wenn ich ja so ewig warten muss, bis dann mal wieder einer erscheint, den ich dann abschießen muss. Oh, komm.
Oh, hallo. Ja, auf jeden Fall wissen wir, sobald wir auf dem Dach sind, erstmal so schnell wie möglich wegrennen, weil... Also vorhin, weil wie gesagt, du wirst ja dort rausgespawnt, nenne ich es jetzt mal so. Also dieser Bereich beginnt dort und du bist dort schon direkt unter Feuer. Das ist, wer das so designt hat, also... Das, no na komm, das kann man auch wegdrücken. Now, ja, ich hab down, es gesehen, hallo. Oh, so? Ich will das doch gar nicht sehen, meine Güte. Ey, warum werden mir irgendwelche Sachen aufgezwungen? Das ist doch unzumutbar. Ja, das lief jetzt nicht gerade sehr gut. Mensch, ja, alles klar. Der trifft mich. Ich ihn aber nicht. Ich bin jetzt geizig, die Weste zu holen. Die will ich mir aufschraffen. So, ich nehme diese. So, und jetzt wir rennen sofort. Komm. Wir rennen jetzt sofort hier los. Mich durch die Wand, ich sage mal. Ich frag mich, was dieser Kack soll. Ich verstehe das nicht, da will manchmal nicht schießen. Ich kann da doch nicht dafür, wenn das sich weigert, irgendwie meine Interaktion auszuführen. Ey, hallo? Ey, sag mal, ich verstehe das nicht. Wie oft ich die Schießtaste drücke und da macht das einfach nicht. Das geht mal so auf die Nuss. Ich hol mir jetzt nochmal schnell die Weste. Nachdem er geschossen hat, da bleibt er erstmal wieder übelst lange stehen. Also da hat er immer so ein übelstes Delay, bis da wieder weiterläuft. Ich habe schon ein paar Mal die Taste gedrückt zum... Ey! Diese feigen Schweine kommen einfach von hinten. Oh, da ist zum Scheißen zu blöd, dieser Wichser. Ich hab's schon. Ja. Oh, lass mich diesen Kack wegdrücken, Mann. Oh, hallo. Ich will das nicht sehen. Ich habe es bereits gesehen. Ich will das nicht nochmal sehen. Mann.
Ich werde versuchen, mal unten lang zu gehen. Vielleicht ist die West auch wieder da unten. Ich glaube, es war jetzt fast nicht, aber... Oh, das ist schön. Das ist sehr nett. You want a piece of this? Ich kann ihn vom Winkel her nicht treffen, aber der kann mich vom Winkel her treffen. Warum? Warum ist das so bescheuert? Es sind Dinge, wo ich mir sage, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, wir haben ihn. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit. And Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief. And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Ja, Freunde, das war das Let's Play zu GTA Vice City. Ziemlich geiles Spiel, meiner Meinung nach das beste Spiel überhaupt von dieser Reihe. Ja. Ansonsten, es passt ja einfach alles. Die Atmosphäre, das Setting, die Musik halt, das ist einfach alles so stimmig und so. Es ist schon richtig geil. Also, kein anderer Teil kann da wirklich mithalten, meiner Meinung nach. Ja. Ich finde das natürlich auch mit Quetzal besser gelöst, dass die Kamera dann so die Location so schön zeigt, als wie bei GTA Liberty City Stories, wo die dann einfach nur random an irgendwelchen Fahrzeugen platziert war und sich dann alles wiederholt hat und man so sieht, wie die KI eigentlich Unfälle baut. Ja. Nach den Credits werde ich noch meinen alten Spielstand zeigen, so werde ich euch zeigen, was man da bekommt, wenn man alle Päckchen gesammelt hat. Ja. Ansonsten sehr geiles Spiel. Also dieses Let's Play hat mir natürlich auch Spaß gemacht, auch wenn es die ein oder anderen Frustmomente gab. Also ja, die Polizei kann manchmal ganz schön lästig sein, sag ich mal so. Also die mit einem dann Ping-Pong spielt oder so, wenn wir da gerade übrigens die Stamme haben und so. Ja, das ist schon. Ja, und ich finde, es gibt auch so Leute, die sagen, ja, ein Remake davon wäre geil. Ich weiß nicht so richtig, also ein Remake würde ich mir definitiv zulegen, wenn es eins mal geben sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Remake die ganze Atmosphäre und das Spiel, was es eigentlich ist, jetzt irgendwie wieder einfangen kann, also dann dieselbe Gefühl nochmal wiedergeben könnte. Also Vice City ist so, wie es ist. Das hat so seinen Charme, so wie es ist. Und ich denke mal, wenn man schon irgendetwas dran verändern würde, auch wenn es bloß die Grafik ist, wird es wahrscheinlich dann auch dann den Charme zerstören. Kann aber auch einfach nur Nostalgie sein. Ja.
Gibt's aber auch viele Leute, die sagen, das ist der beste Teil der Reihe. Ja. Die anderen sind natürlich auch nicht schlecht, wie San Andreas und so. Ich muss ehrlich sagen, GTA 5 ist zum Beispiel so ein Teil, den hat. Ich hatte zwar meinen Spaß gehabt, aber den finde ich an sich nicht so geil. Ja, aber mehr dazu, wenn wir dann irgendwann da angekommen sind. Das dauert noch ein ganzes Weilchen, ja. Als nächstes wird höchstwahrscheinlich, das nächste GTA-Projekt wird wahrscheinlich entweder San Andreas sein oder Vice City Stories. Mal schauen, das entscheide ich dann spontan. Ja, ansonsten zum Spiel habe ich eigentlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Also, wer es nicht kennt, es wird sicher keinen geben, der das nicht kennt, aber eine gar ganz klare Empfehlung. Also, das ist ein Spiel, was man gespielt haben sollte, mal. Ja, und das ist auch so ein Spiel, wo ich zu gerne mal die ganzen Erinnerungen davon löschen würde, um es nochmal von vorne neu erleben zu können. Es hat schon damals, als ich das erste Mal so spielen, richtig Spaß gemacht. Auch schon allein einfach nur rumlaufen, Päckchen suchen und dann gerade so die Wettereffekte, das hat schon was. Und gerade wenn du so, das gerade so übel stürmt und regnet und so, diese Windeffekte, das hat einfach eine richtig geile Atmosphäre. Ja. Und auch die Missionen, die sind im Gegensatz zu GTA 3 auch schon sehr abwechslungsreich und umfangreich, dass man zum Beispiel mit den Modellflugzeugen fliegen kann und da irgendwie Bomben platzieren muss oder halt mit dem Modellhubschrauber oder mit dem Modellflugzeug dann die Schiffe und so ausschalten muss und so. Oder die Bootsrennen, das macht schon was, so durch die Kanäle zu fahren und so. Ja. Ansonsten habe ich da eigentlich alles gesagt, was zu sagen gibt. Ja. Ja, was ich als nächstes aufnehmen werde, ist Metal Gear Solid 3. Aber ich mache jetzt erstmal so eine Aufnahmepause von, ja, keine Ahnung, ein, zwei Wochen. Weil jetzt zunächst Mass Effect kommt, Andromeda, was ich mir bestellt habe, durfte morgen eintrudeln. Und das möchte ich für mich alleine spielen. Ja, da werde ich dann vorerst nicht zum Aufnehmen kommen. Ich glaube, jetzt, wo ihr das seht, ist Metal Gear Solid 3 höchstwahrscheinlich schon wieder abgehandelt. Also das Let's Play. Ja. Und ansonsten, wir haben zwar aktuell jetzt noch den 4. Oktober, aber jetzt, wo ihr das seht, ist ja bereits schon Neujahr. Also wünsche ich euch jetzt ein gesundes neues Jahr. Ja. Und die Credits sind zu Ende. Ich dachte, die sind länger. Okay, wir haben 30.000 Euro, würde ich sagen. Dollar. Gut, ich beischreibe, wir kriegen jetzt, glaube ich, noch einige Anrufe. Die würde ich jetzt vorher noch entgegennehmen. Wir warten jetzt einfach mal. Und? Come here, Fallon. How are you? Right, mate, anyway. Thought I had to drop you a line. Oh my good lord, my son, you will not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something, just down in Little Havana, mate. Said her name was Mercedes or something. Oh my god, mate, you've got to check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had, and all. Keep your potato skin far, be seeing ya. Look out! Ich glaube, ein, zwei Anrufe kommen noch. I never asked your sister out, man. What's going on? She's always giving me a hard time. You drunk or something? Und, I told myself, Mario, take it easy. Hey Mario, I hate that. Okay, gehen rein, speichern ab. Vielleicht. Okay. What'd you do that for? Tommy, Tomás, Cortés, ¿qué pasa? Things are interesting. How are you, my friend? You did what? I wanted to ask you about Mercedes. Okay, what about her? Oh, Tommy, I hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she can do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? The stories I hear. She really going to be a lawyer? Tommy, the shame. You know, we Cortés are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please tell me if it's so. I don't think I could take it. Oh, Colonel, I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived.
Look out! Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Alter, frage ich mich jetzt wohl bei den Kampfgraden, so unsere Leute waren, die jetzt hier so rumrennen. Da kommt noch ein Anruf oder nicht? Wir gehen erstmal rein, speichern ab. Ich hole noch schnell die Weste. Ich glaube, rechts in den Raum war auch noch eine Weste. Ja. Okay, noch ein Anruf. Tommy Facetti, how's it going, Mr. Big Shot? I hear all these things about you, some kind of plow in town now, eh? Paul, you're drunk. Nah, you stupid plow, I ain't drunk. I had a couple, and some treats. I've been a bit for a couple of days, you know. Anyway, don't give me that, I ain't a mug. Who set you up in this town? Oh, me, that's who. Really? Don't give me that, don't. I introduced you to people, I showed you the ropes. A lot of stuff for you, and this is how you repay me. You ignore me. You won't give me a way in, or after all I did for you. What do you think I am, a devil, sonny? Paul, take it easy. I've been busy. Don't be an idiot. I ain't no idiot, Mush. That's what I said in Boston. You are skip the trouble, son, because you're going to get it. Tommy, mate, please. Use me, big old, please. Don't laugh at me. Paul, get some sleep, seriously. Okay, ich denke mal, das war der letzte. Ja, jetzt speichern wir ab. Und dann würde ich dann meinen anderen Spielstand mal laden. Hier tun wir gleich zweimal speichern. Ja, doppelt hält besser. So, hier nochmal. Ich habe jetzt drei Spielstände. Okay, das brauchen wir nicht. Okay, nein. So, wir laden jetzt erstmal einen anderen Spielstand. Spiel laden direkt hier das erste. Weil hier habe ich die Päckchen alle gesammelt. Und da zeige ich bloß so schnell, was wir alles bekommen. Ich wollte eigentlich meine Statistik nochmal durchgehen. Ja, da müssen wir den anderen Spielstand auch gleich nochmal laden. Nee, das gehört sich schon. Also gerade bei GTA, dass wir zum Schluss mal die Statistik anschauen. Ja. So, hier habe ich alle 100 Päckchen gesammelt. Und das ist alles, was wir hier bekommen. Die Weste, die bekommen wir hier für 10 Päckchen. Die Kettensäge für 20 Päckchen. Den Revolver für 30. Flammenwerfer für 40 Päckchen. 50 Päckchen Scharfschützengewehr. 60 Päckchen. Das. 70 Päckchen. Das. We got problems with the street. Ah, da fehlt doch noch was. Forget about him, Mario. I told myself, Mario. Ah, Moment. What should I do about her? Wir bekommen doch noch den Kampfhubschrauber. Ich glaube, das war auch mit dem Päckchen verbunden. Ein Moment, wir fahren jetzt da hinten. Ich glaube, den Kampfhubschrauber kriegen wir bei 100 Päckchen. Oder bei den. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das hing mit den Päckchen zusammen, das mit dem Hubschrauber. Ja, gut, man könnte das halt nochmal googeln und genau nachlesen. Wer das jetzt unbedingt wissen möchte. Wichtig ist, wir haben ja 100 Päckchen gesammelt. Genau. Das können wir zwar jetzt nicht kaufen oder so, aber wir haben ja einen Kampfhubschrauber. Den kriegen wir, glaube ich, bei 100 Päckchen. So. Panda. Wir können schießen,
Nein. And librarians. You've been enjoying press as is normal. You can't listen to an hour's worth of programming on this station without us begging for money. It's the bi-daily begathon here on VCPR, where we hold your favorite shows hostage until you pony up some cash. You know what's so great about VCPR? It's like a shining torch of cultural enlightenment for Vice City. In these times of darkness, where the hordes are so uneducated they can barely understand multisyllabic phrases like "clean my shoes better, Marissa," or "I'll report you to the IRS," or dialectical materialism. Isn't it pleasant to have a patronizing voice on the radio? That's so right, Michelle. With the way things are going under Reagan, at any moment the unwashed Huns from the Midwest could descend upon Vice City and enslave the poets and postal workers and force us to watch network programming. That is a frightening thought. But like many things in life, you can throw money at something and feel better about yourself. VCPR is your public radio station. You have to open your wallet. That's right. If you pledge at the $1,000 level, in the future there will be robots. Eine Statistik schnacken, also hier sieht man 100 Päckchen, 68%, 75 Missionen. Jetzt lade ich mal ganz kurz meinen Spielstand vom bisherigen Let's Play, also was wir jetzt hier gemacht hatten, und schauen uns da noch mal kurz die Statistik an. Einfach nur so für die wenigen Leute, denen es vielleicht doch interessieren könnte. Ja, und danach beenden wir das Ganze. So, Pause. Jetzt wollte ich schon wieder neu laden. Ey, sag mal, Statistik. Ja, 29 Packs haben wir in diesem Spielstand, 54% und 64 Missionen begonnen. Ja, ich würde sagen, kann man die automatisch, genau. Ich lasse sie mal automatisch so ein bisschen durchlaufen. Wem es interessiert, der kann sich ja das mal anschauen. Aber ich denke mal, das dürfte der allerwenigste interessieren. Aber das ist jetzt vom bisherigen Let's Play, was jetzt hier so alles geschehen ist. Möchte gern Gangster. Rang Profi. Ja, vom Rang her können wir immer noch aufsteigen. Ich hatte es bloß in Archivements gesehen, dass es da irgendwie noch welche gab. Also noch irgendwelche Bezeichnungen, die man dann freischalten könnte. Was jetzt das Höchste ist, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Längste Stoppi. Ich habe gerade irgendwas mit Rad gelesen. Wir haben doch gar keine Fahrräder hier, oder? Geknackte Lederläden. Wir können alle 15 Läden überfallen. Da gibt es auch nochmal eine Trophäe dafür. Aber wie gesagt, das lasse ich außen vor. Das wäre was, wenn man es jetzt unbedingt auf 100% schaffen wollte. Ja, ich habe das gerade gesehen hier mit der Möwe. Das hatte ich ja auch hier in diesen, wo wir die Fahrzeuge alle gesammelt hatten, gezeigt. Mit den Archivements. Das hatte ich ja gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass ich da irgendwie eine Möwe getroffen habe. Die ist mal genau ins Schussfeld geflogen. Ey. Das ist schon, ja. Ich dachte, wie gesagt, das war irgendwas, weil ich jetzt hier mit dem Scharfschützengewehr irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Kopftreffe oder so gemacht hätte. Okay, das war's jetzt. Ich hoffe, es hat euch das Projekt gefallen. Was jetzt direkt als nächstes im Anschluss kommt, also Sprichwogen, das kann ich noch gar nicht sagen. Also als nächstes werde ich Metal Gear Solid 3 aufnehmen, wie schon gesagt. Aber jetzt mache ich erstmal ein, zwei Wochen Pause von YouTube, also aufnahmetechnisch. Für euch läuft es natürlich weiter. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch den 4. Oktober 2020. Jetzt, wo ihr das seht, ist schon wieder 2021, also so ein rieses Puffer habe ich. Ja, okay, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und ich hoffe, es hat euch auch dieses Projekt gefallen. Ist auch, wie gesagt, auch einer meiner Lieblingsspiele mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Da sieht man sich dann vielleicht beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt oder halt vielleicht allerspätestens auch erst beim nächsten GTA-Spiel. Ja, was natürlich noch ein bisschen dauern wird. Ja, okay, da sag ich mal ciao.